So, somit sind wir wieder in der Bundesliga unterwegs. Und zwar gegen Werder Bremen. Die sind im Moment Siebter. Und das ist, meine, oder? Zwischen Bremen und Hamburg ist das immer so ein kleines Derby. So, pass auf, wir spielen in Rot, oder? Alter, Lasoga überhaupt nicht fit. Das ist natürlich sehr schlecht. Muss ihn dann überhaupt spielen? Zumindest dürfen wir Beister nicht spielen lassen. Wenn der außer Form ist. Kalhangulu, der ist irgendwie auch ständig, gell? Und dann nehmen wir noch Jirasek mit. Ja, die anderen passen, oder? Soweit. Lasoga, ja, der muss drinbleiben. Wir haben keinen Ersatzstürmer. So, aus dem Weserstadion, der SV Werder Bremen im Derby gegen den Hamburger Sportverein. Was natürlich wir wieder gewinnen wollen. Und das ist irgendwie, war nicht richtig peinlich, oder? Wir haben noch keine einzige Niederlage. Ekechi, Di Santo und Aaron Hunt erwischt den Ball nicht. Van der Vaart. Elia auf Bargfrede. Lasoga startet, der ja heute überhaupt nicht in Form ist, aber spielen muss, weil wir ja einfach keine Stimme haben. Außer Campbell heute, aber das ist irgendwie kein Mittelstürmer, sondern nur hängende Spitze. Di Santo. Und das war Foulspiel. Das gibt wahrscheinlich Gelb. Oder auch nicht. Und eine gute Freistoßchance für Bremen. Die drüber geht. Ja, zu Bremen muss man sagen, die sind in der Realität auch nicht mehr so gut wie früher. Also vor ein paar Jahren, meine ich. Da haben sie ja früher noch irgendwie, war nicht, um die Meisterschaft gespielt und so. Und jetzt hängen sie irgendwie unten drin hat. Oder mittendrin hat. Bargfrede. Di Santo. Hunt. Garcia. Oh, der ist gut gekommen. Aber Adler vor Di Santo. Van der Vaart kann sie durchsetzen. Aber nicht gegen den Innenverteidiger. Garcia. War kein Foul. Aber wenn sie Fans anders sehen. Brödel. Foulspieler an Elia. Und der Elia, war der nicht mal bei Hamburg? Schon, oder? Zumindest habe ich das so in Erinnerung irgendwie. Mehmet Ekici. Di Santo, abgeblockt worden. Und Jansen klärt.
So, einmal flitzt einer. Der checkt es aber nicht. Brödel. Auf Aaron Hunt. Ekici. Auf Garcia, der Verstöberten. Lasuga. Ilicevic. Ilicevic. War mal ein Schussversuch, aber ist hängen geblieben. So, Einwurf für Hamburg, oder? Was war das jetzt? Ach so, das war ein Foulspiel. Und habe ich das jetzt richtig gesehen? Lasuga schießt auf die Freistöße. Alter, das muss ich unbedingt wieder umschalten. Jetzt hätte ich gemeint, der ist gerade bei den Ecken eingestellt. Aber scheinbar auch bei den Freistöße. So, Jansen flitzt und mit. Ja, jetzt wird es fast das erste Tor gewinnen. Und wieder Bremen, Ekici, der frühere Münchner. Garcia. Wieder Ekici. Ja, über links jetzt mit Garcia. Und Dickmeier löst es auf seine Art. Elia. Ja, und das ist Di Santo. Da waren die Bremer um einiges besser. Und führen 1-0 im Derby. Das ist aber schon irgendwie in der Luft gelegen. Die haben nämlich die ganze Zeit schon mehr Druck gemacht. Das war dann der entscheidende Pass von Elia. Ja, und Di Santo aufs kurze Eck. Und somit führt Bremen gegen Hamburg. Also wenn wir verlieren, dann wundert mich das irgendwie auch nicht. Irgendwie sind wir eh mal fällig, nach den ganzen Siegen. So, Aaron Hunt über links, den erwischt er. Nick. Dickmeier war dann Tick schneller. Mascherano, ja, das war nix eh. Und der Glanz Frustfaul. Das kann durchaus einmal gelb heißen. Da ist der Schiedsrichter schon irgendwie sehr gnädig. Oh, was sind die für Pässe? Ja, Abwehrfehler bei Hamburg und Di Santo stoppt ab zum 2-0 und damit hat er einen Doppelpack. Ich glaube, diesmal schaut es finster aus für uns, oder? Lasuga, ja, der ist überhaupt nicht vorne von hat. Und ich glaube, den tue ich dann in der Halbzeit aus. Ja, Elisabeth, schön auf. Der flockt da umeinander. Wir haben es durchaus ein bisschen eilig, weil wir 2-0 hinten liegen. So, also aus der Sicht von Hamburg war die erste Halbzeit katastrophal. 61 zu 39 Ballbesitz, das ist natürlich sehr schlecht. Und jetzt hätten wir am Ergebnis, Hamburg liegt 2-0 hinten. So, Lasuga muss aber unbedingt. Der bringt es halt irgendwie überhaupt nicht.
Aber vielleicht kann ja Campbell was reißen. Mascherano. So, weiter Ball, erwischt er nicht. Van der Vaart. Missverständnis. Ekici auf Garcia. Und es gibt einen Wurf für Bremen. Ja, wir müssen mehr Druck ausüben, damit wir endlich mal in den Ballbesitz kommen. Bargfrede auf Elia, Di Santo. Ja, Van der Vaart erwischt ihn irgendwie nicht. Aber kann sich ihn zurückerobern. Ja, erste Torschance durch Van der Vaart. Aber Milic hat ihn gut gehalten. Und es gibt Einwurf für Hamburg. Ja, ich sehe schon, heute sind wir überhaupt nicht gut dran. Ochs, jetzt ist natürlich keiner mehr unten. Van der Vaart. War der nächste Schussversuch, aber zu harmlos. Ekici. So, guck mal von Mascherano. Ja, da hat er einfach über den Hafen gerannt. Elia. Und Di Santo. Müssen wir abpassen, der hat schon zweimal zugeschlagen. Ilicevic und Campbell startet, dann erwischt er jawohl, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Ja, das machen wir nicht verschanzen. Garcia. So, abgefangen. Aber vielleicht schaffen wir wenigstens einen Ehrentreffer. Aber im Moment schaut es schlecht aus. So, Einwurf Bremen. Und wieder Garcia, wahrscheinlich ein Spanier. Aaron Hunt. War früher Nationalspieler, oder? Für Deutschland. Zumindest habe ich das so irgendwie, war nicht, im Hinterkopf noch. Ey, das war schwer, Di Santo. War zum Glück abseits. Aber er ist gegen Pfosten gegangen. Aber wenn er zum Beispiel nicht im Abseits gewinnen wird und er wird nicht gegen Pfosten gegangen, dann wird er eventuell ins Tor gegangen. Alter, das ruckelt schon wieder. Wahrscheinlich vielleicht, weil nebenher der Browser läuft. Ja, das war abseits. Das war abseits. Und zwar richtig deutlich. Aber wir haben im Moment eine Chance. Ich würde mal sagen, Lahm geht jetzt einer für Jansen. Und Ilicevic geht aber. Es darf mal wieder Daniel Carvalho ohne. Vielleicht bringen ja die zwei noch irgendwie einen kleinen Umschwung, wo ich allerdings nicht glaube. Es fällt bei uns einfach im Sturm ein bisschen. Vor allem wenn Lasoga dann immer, wie in dem Fall, nicht fit war. Dann geht bei uns nicht mehr so viel vorne.
Chemnitzer Meer die hängende Spitze. Wunderbarer Fehlpass. Ekici. Auf Aaron Hunt, den erwischt er. Nick. Mascherano. Van der Vaart. Campbell, denn ja, doch, den erwischt er. Aber sehr überraschend. Ist abgeblockt worden. Campbell. Und das war die Chance jetzt, oder? Zum Anschlusstreffer. Aber links am Tor vorbei. Aber ich glaube, die Niederlage haben wir schon irgendwie war nicht verdient. Weil so weit ist von uns nicht immer. Und auf der anderen Seite noch die Sandtor für Bremen zweimal zugeschlagen. Aber man kann ja nicht immer gewinnen. Nochmal Mehmet Ekici. War allerdings nix. Ja, das war irgendwie nix so. Bargfrede. Und Bremen nochmal. Tja, und das war's. Und somit haben wir die erste Niederlage eingestrichen in der Saison. Und zwar verlieren wir das Derby gegen Bremen. Und zwar eindeutig.